Hat das der Mani Matrami gesagt, dass es ein kanadisches Volkslied ist? Das ist irgendwo im Internet geschaut. Und ich den Text gesucht habe. Kennt ihr das Geschichte schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland eigentlich so traurig ist ums Leben kam? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und er denkt, das kann ich auch. So ist er ins Unglück gekommen. Nämlich er hat sich für zwei Flaschen Leben dran, es nur gut Erhaltungs-Cembalo gekauft und hat es bei der Höhe genommen. Doch wo er dann fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen und hat ihn zwischen Krallen genommen. Ums Leben kommen und ihr seht die Moral.